So Leute, da sind wir wieder zurück bei Die by the Sword. Jo, und wir gehen einfach mal den Gang hier lang und hoffen, dass wir unten in diesen Konferenzraum oder was auch immer das ist, was die zwei Orks da machen. Ich möchte es gar nicht wissen. Wir werden sie auf jeden Fall dabei stören. Das werde ich wissen. Autospeichern, Gang zum Altarraum. Nennen wir es einfach mal Altarraum. Diesen Altarraum. Für einen Arsch, Mann. Ach du Scheiße, ey. Ich bin gespannt. Ist da irgendwer? Hallo? Nee, ist keiner. Hier kann man reinhüppen. Was hat man davon? Davon hat man nichts. Ey, das sind so viele Räume schon wieder. Ich hätte wirklich gedacht, dass wir jetzt eigentlich langsam alles erkundet haben. Abgesperrt! Abgesperrt! Okay, das kann man auch anders sagen. Diese Tür scheint von der anderen Seite gesperrt. Okay, das bedeutet eigentlich, hier geht es nicht weiter, würde ich mal sagen. Auf der anderen Seite, die Tür müsste ja aufgehen, ansonsten kommen wir hier nicht mehr raus. Ich weiß nicht, ob es auch Dead End gibt. Ich weiß es nicht. Ich muss mal ganz kurz gucken. Kompass? Theoretisch kann man nämlich, denke ich, irgendwie quicksaven. Ich weiß nur nicht, wie. Es muss irgendwie gehen. Aha. Ach, du meine Fresse. Du willst wohl eins auf die Rübe. Das ist ja fies. Jetzt. Was ist denn das für ein Spast? Mach dich aufs Sterben gefasst. Alter, der macht mich alle. Und wie der mich alle macht. Fuck. Wie soll man den denn jetzt besiegen? Na gut. Irgendwie wird's gehen. Die Frage ist, wie? Wie machen wir das? Wir müssen ihn irgendwo hinlocken, wo er uns nicht so einfach anknuspern kann. Wir können natürlich... Ich habe da hinten was gesehen. Wer beißt als erstes? Ah, der trifft mich aber auch. Der hat ein Auto-Aiming. Der cheatet. Hier hinten, komm mal rein. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, was liegt da? Ein Trank. Das ist gut. Ach kommt, hört jetzt auf damit. Wollen wir ewig so weiterrennen? Wollt ihr ewig weiterleben? Hier gibt's nichts zu tun. Hier gibt's nichts zu tun, wenn du wieder runterfällst. Hallo. Oh Gott, er ist nicht mitgekommen. Alter. Vielleicht schießt er ja seinen Kollegen an. Wir müssen einfach nur hinter der Tür warten. Hör auf damit. Der haut einfach nur ab, ne? Der hält immer einen Sicherheitsabstand, so dass ich ihm keinen reindrücken kann. So ein Stück Scheiße, ey. Solche Penner, ey. Und hier kommen sie nicht mit, oder was? Ah, Mann, ey. Wie soll ich den denn besiegen? Ein fucking schießendes Schwein. Ah, er ist alleine. Yeah. Ich habe einen Universalschlüssel gefunden. Aber hinter diesem Altarraum, da war doch irgendjemand angekettet, als wir da eben unsere Runden gedreht haben. Spiel dich auf. Ja. Ja. Ja, wie soll ich, was soll ich denn da jetzt bitte machen? Das geht ja überhaupt nicht. Ich kann nicht ausweichen. Was willst du da bitte machen? Das ist ja wohl lächerlich. Okay, aber ich habe noch einen Plan. Wir locken ihn. Den einen. Der Zaubermann, der kommt ja gar nicht mit. Theoretisch müssen wir nur diesen Schweinehubert locken. So, jetzt locken wir den Schwertmann. Das Schwertschwein. Locken wir in den Nebenraum, machen alle. Dann rennen wir wie wild hier wieder durch den Gang zurück. Nehmen den einen Zaubertrank und versuchen unser Glück dann nochmal. So, das ist ein guter Plan, oder? Selbst unser Recke hier macht nochmal einen Luftsprung. Er ist begeistert von diesem Plan. Es kann natürlich auch sein, dass man diese Zauberbälle, die Feuerbälle blocken kann. Also ich glaube es zwar nicht, aber... Was ist denn jetzt hier? Oh Gott.
Die Steuerung ist echt nicht so doll. Hallo? Der müsste sich eigentlich selbst treffen. Ah, der schießt jetzt immer dagegen. Aha. Yeah. Das hat ja mal gar nicht geklappt, mein Plan. Der haut schon wieder ab. So. Wir brauchen den Schwertmann. Komm mit, Schwertschwein. Oh. Oh Gott, ey. Das zieht aber auch ordentlich ab, sein Bällchen. Alter, der haut mich einmal. So, jetzt müssen wir den Universalschlüssel nehmen. Und jetzt ganz schnell zurück. Und... Wer beißt hat hier jetzt ins Gras? Wahrscheinlich wir. Alter, das hat Homing. Oh, er nimmt's nicht. Er nimmt es nicht. Was willst du denn machen, wenn er es nicht nimmt? Er springt da immer hoch und fällt wieder runter. Ach, wie soll man das denn machen? Oder kann ich direkt davor stehen? Ich meine, es ist auf Kopfhöhe. Er muss ja einfach nur mal seinen Rüssel da reinhalten. Also wenn man es... Ach, ich weiß es auch nicht. Oh, jetzt spring doch hoch! Hat das irgendwer mal Probe gespielt? Okay, der hält gar nicht so viel aus hier, der Junge. Der hält echt nicht viel aus, der Zaubermann. Aber wenn das Schweineschwert kommt, der schnetzelt mich nieder. Ah, Mann. Dass man sich hier wirklich von Kampf zu Kampf hangelt und ständig auf den Sack kriegt, hätte ich so nicht gedacht. Oh Gott, der legt sich lang. So, Schweineschwertmann. Mann, folge mir. Ach, jetzt kommt er auch noch mit. Jetzt kommt der mit. Warum kommt der mit? Der kam noch nie mit. Hör auf damit. Aber mit dem Schlüssel kann ich natürlich auch hier hinten lang gehen, ne? Jetzt kommt der nicht mehr mit. Sag mal. Hä? Was ist hier los? So eine Scheiße, ey. Guten Tag. Ich muss dein Füßchen abschnetzeln. So, jetzt. Wir gucken einfach mal hier hinten lang. Universalschlüssel gefunden. Das ist schon mal gut. Da schießt doch schon eine Welle. Wenn man hier hinlocken können. Nee. Der macht uns platt. Und dann. Oh Gott, ey. Jetzt ballert er natürlich auch hier rein, ne? Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Man haut sich natürlich beim Türöffnen, wenn es in den Raum reingeht, selbst vor den Latz, sodass man weggeschoben wird. Aber das Schwein ist gerade in Schießeslust. Mann, warum ist das denn so schwer? Hallo? Ja. Du willst wohl. Oh, wie man halt dran vorbeirennt an ihm, ne? Nein! Renn ich weg! Alter, wir haben wieder keine Energie. Der hat mich einmal getroffen. Einmal. Vielleicht auch zweimal oder dreimal, ich weiß es nicht. Er hat nur noch ein Bein. Okay. Wir haben uns gegenseitig gekillt, aber er hat keine Beine mehr. Ja, ne? Also irgendwie kann man auch quicksaven, habe ich zumindest im Internet gesehen. Ich weiß nur nicht wie. Ich weiß echt nicht wie. Das ist, scheint aber schwierig zu sein. Okay, hier kann man die Kamera nochmal ändern. Tja. Also, wer auf diese Steuerung kommt, oder? Ich meine, naja. Ihr merkt es schon, ich habe verloren. Die Steuerung ist schuld. Ja, jetzt komm doch mal bitte. Ich komme auch genau reingerannt, wenn er gerade schießt, ne? Ah, oh, das ständige Hängengebleibe hier. So, jetzt gucke ich mal. Vielleicht ist er ja so clever und trinkt das. Danke. Den hier müssen wir, glaube ich, irgendwie... Ich weiß nicht, vielleicht hilft der mir. Hallo. Wir drehen einfach unsere Runden.
Vielleicht treffen wir ja immer ab und zu mal einen. Auf jeden Fall trifft er uns so nicht. Wir könnten natürlich jetzt mal einen 180-Grad-Turn machen und für totale Verwirrung sorgen. Hallo. Das ist auch eine gute Methode. Einfach hier rundrennen. Ab in die zweite Runde. Ich sehe nichts. Nein, wir drehen weiter unsere Runden. Da liegt schon irgendein Arm oder ein Bein. Aber guckt mal, der hat mich dreimal getroffen. Davon konnte ich zweimal nichts machen, weil die Kamera wieder irgendwo Richtung Himmel zeigte. Haha. Scheiße, wir haben natürlich den blöden Trank schon benutzt. Das ist natürlich übel. Du willst wohl eins auf die Rübe. Und wir drehen uns mal. Wir müssen immer in Bewegung bleiben. Der ist aber auch flink. Okay, das ist scheiße. Der haut einfach nur ab. Oh, der geht mir so auf den Sack, ey. Das, also richtig fair wäre es eigentlich, wenn der ein bisschen langsamer wäre. Guckt mal links da, was die mit dem gemacht haben. Den Blinddarm rausgenommen und die Gallenblase. Das ist das neue Chirurgentreffen hier. So, wir machen diese Rundrenntechnik. Ich würde gerne einfach wirklich nur eine Runde rennen, aber es geht nicht, weil dieses Auto-Aiming-Ding drin ist. Jetzt nimm's doch! Mann, hier gibt's nichts zu tun. Ich brauche ein Brillen-Update. So, wir drehen wieder unsere Runden. Komm jetzt! Wir haben gerade mal ein bisschen Zeit, jetzt gib ihm. Nimm das hier! Sehr gut. So, das war ja nicht so schlecht. Das ist, im Gegenteil, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt geben wir ihm. Ja, was ist jetzt, hä? Eat this! Ja, er haut wieder einfach nur ab. Ich könnte kotzen, ey. Was willst du denn da machen? Du bist halt viel zu langsam. Geralt, jetzt könntest du mal bitte deinen Ruhemodus deaktivieren und einfach mal die Beine in die Hand nehmen und mal ein bisschen einen Sprintmodus aktivieren. Die Taktik ist gut. Wir müssen das eine Schwein... So, und Rundrenntechnik. Ja, sehr schön. Da kannst du aber auch nichts machen, weil du gerade in diesen Gang reinrennen musst. So. Ich schlage den Schädel vom Hals. Komm, runter mit den Beinen. Ab mit der Rübe. Sehr schön. Ich aus dir. Der Fleischklops. Der Fleischklops. So, wie machen wir das jetzt? Wir müssen ihn auf jeden Fall hier reinlocken. Ich nehme den Trank. Ohne den Trank wird's nichts. Danke. Und da kommen wir. Ich mach dich nieder. Boah. Ja, leg dich noch lang, Junge. Alle schaffen es hier hoch, nur einer nicht, Geralt. Oh Gott, wie viele Tasten muss ich hier drücken? Ich muss ihn da reinlocken irgendwie. Oh, der. Ja, er kommt auch noch da hoch. Oh Gott, Geralt. Oh, leg dich doch nicht mal lang. Also, laufen muss geübt sein. Ich krieg ihn nicht. Ich krieg ihn nicht. Kannst du vergessen. Komm jetzt! Oh Gott, ey. Das ist ja schlimmer als Slapstick. Ja, ganz ehrlich, es ist unfair, es ist echt unfair. Was willst du denn noch machen? Hat der nun extra starke Beine oder, ey, ich dachte jetzt wirklich, ich schnitzel ihn einfach die Beine ab. Und dann, weiß ich auch nicht, was ich dann dachte. Meine Herren, also, jetzt andere Taktik. Erstmal kriegt er hier eine rüber.
Ach, guck mal, der kann auch vom Feuerball getroffen werden. Das ist gut. Oh, er ist schon wieder drin. Nimm das hier. Du willst wohl eins auf die Rübe. Mann! Wo ist er denn? Das sieht gut aus. Nimm. Und Ex. So, wir haben einen Schlüssel. Er hat nicht mehr viel, oder? Unsere wild Rumfuchtel-Attacke hat irgendwas bewirkt. Oh, das hasse ich so. Er hat keinen Arm mehr. Wir haben ihm den Arm abgeschlagen, womit er gezaubert hat. Ja, jetzt, du kleines Schwein. Warte, wenn der Lappen hier im Weg hängt. Jetzt gibt's auf den Deckel. Ja. Yeah. Lärm weg, Grub. Futterzeit. Was, Futterzeit? Tja, ist es jetzt gut, den zu befreien? Ich vermute mal mit dem Schlüssel, den wir von dem Schwein hier links bekommen haben. Du bist wohl schon mit Hässlichkeit geschlagen. Das ist aber auch nett. Na gut. Universalschlüssel verwendet. Flieht vom bösen Zaubermenschen auf Berg. Ich zeig dir Weg zu Freundin. Warte mal, wir müssen hier nochmal gucken. Was? Schamanenmaske? Okay, aber... vielleicht greifen uns jetzt die Gegner nicht an. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich echt sein. Hallo? Alter, ey, das kann ich aber nicht. Oh, den Raum mit spitzem schwarzen Fels. Hä? Raum mit spitzen schwarzen... Ach, hinter dem Tentakelvieh, da war so ein... Irgend so eine Spitze. Vielleicht hilft er uns da weiter. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass uns die anderen Gegner nicht angreifen. Okay, die scheint immer noch von der anderen Seite versperrt zu sein. Das ist logisch. So. Aha. Universalschlüssel. Perfekt. Er guckt schon irgendwo hin hier. Ach du Scheiße. Ach. Die machen auf jeden Fall nichts. Wir sind ja eigentlich der King hier. King of Schwein. Kann man das nicht kaputt machen? Ich würde da gerne reingucken. Kann man nicht reingucken? Das ist ja blöd. Okay. Vielleicht ist das ein Rundgang, wo wir die ganze Zeit gekämpft haben, dass da die Gegner jetzt schon weg sind. Das wäre natürlich geil. Dann haben wir uns ja doch relativ gut schon den Weg freigeschossen. Was ist das da in der Mitte? Was haben die da? Ich will das haben. Das ist ein Würfel, oder? Irgend so ein Würfelspiel wird es wahrscheinlich sein. Wohin jetzt? Ja, wenn du hier nicht auf Schweinisch redest, dann wird unsere Tarnung gleich auffliegen. Okay. Wir gehen einfach mal weiter. Wir gehen einfach weiter. Wir lassen uns gar nichts anmerken. Ich bin der Oberschweinekönig. Ich muss mal aufs Scheißhaus und das ist der eindeutige Weg dahin. Welch Ironie. Die Schweine fressen Schweinefleisch. Hier ist nichts. Da ist nichts. Jetzt nimm's doch. Nimm es. Ein bisschen Energie können wir auf jeden Fall vertragen. Und wir können uns merken, da hinten liegt auch noch ein Stückchen Fleisch. Falls mal einer auf den Sack kriegen. So, hier gibt's so viele Wege. Hier geht's über Tische und Bänke. Diese Tür scheint von der anderen Seite versperrt zu sein. Okay, da geht's nicht lang. Auch von der anderen Seite. Dann bleibt uns nur der eine Weg. Der Weg mit der blutigen Hand. Der blutige Pfad Gottes. Na, ich traue dem Frieden nicht. Irgendwie werden sie uns bestimmt entlarven. Ja, das ist doch das, wo wir schon... Nee, ist es nicht. Das sind fucking neue Feinde. Es werden immer mehr... Scheiße, ey, hoffentlich fliegt unsere Tarnung nicht auf. Also gegen die ganzen, das wird nix. Da brauchen wir ewig. Wenn wir wenigstens auch so zaubern könnten. Noch mehr Schweine, ey.
Hallo. Pff, warum nimmst du die Maske ab? Ist hier was drin? Oh, er fuchtelt wieder ewig rum. Okay, wir müssen weg. Klopf, klopf. Tür ist verschlossen. Leck mich doch am Arsch. Alter, passt mir aber auch an. Oh, der schleudert mich herum. Okay, könnt ihr mal ins Feuer latschen? Ich bin gerade in dem Knochen auf dem Boden hängen geblieben. Oh Gott. Aber wir wissen jetzt, wie wir weiterkommen. Und das ist ein gutes Indiz dafür, dass wir siegreich sein werden. Bis zum nächsten Mal.